Das schon wieder so eine komische Vogelscheuche. Das ist aber seltsam. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja. Oh. Rotes Licht ist nie beruhigend. Nee, ich mach das mal nochmal. Ich mach's mal nochmal rot. Hier mache ich jetzt das Gleiche. Da ist noch so ein Ding. Ja, von dieser Seite. Weiß gerade nicht, warum ich das mache, aber ich habe das Gefühl, ich muss das tun. Weiß nur noch nicht, warum. Vielleicht ist das auch völlig sinnlos, aber... Irgendwas muss das ja gut sein. Bitte kein Mathe. Okay, nichts passiert. Nein, ich habe da so eine Befürchtung. Ich hoffe, wir müssen hier keine Reihenfolge oder so finden. Das könnte eine Weile dauern. Hoppala. Ja, bei den ganzen hier eine Reihenfolge finden, das wäre auch ein bisschen doof, oder? Hier geht's nicht weiter, hier ist nix. Probier das hier jetzt nochmal. Ach, müssen wir uns jetzt alles hier nochmal. Voilà. Steht denn hier? Bin gerade echt ein bisschen überfragt. Hier geht es ja auch nicht weiter. Wir werden da oben ja irgendwie rein müssen.
Ja, ist sehr gut. So. Ich habe mir gerade mal den ganzen Text aufgeschrieben und es wurde mir nämlich so langsam ein bisschen zu blöd. Also ich habe auch ein bisschen Gesuche weggeschnitten noch, weil das wollte ich euch jetzt nicht antun, weil es ist eigentlich gar nichts passiert, außer dass ich hin und her laufe, ohne irgendeinen Plan. Jetzt habe ich mir den Text eben einmal aufgeschrieben, also so richtig schön mit Faustkeil. Und habe das einmal geguckt und mit den ganzen Grabsteinen verglichen. Und ich glaube, ich habe jetzt das Rätsels Lösung. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier jetzt eben nochmal angeklickt habe. Das ist total doof eigentlich. Nein. Ich hoffe, ich habe es jetzt. Also, ich muss mir jetzt die ganzen Grabsteine noch einmal kurz mit euch zusammen angucken, um zu sehen, was genau jetzt hier wieder ausgemacht werden muss. Aber ich glaube, ich habe es jetzt. Wer die Erklärung haben will, das ist nämlich ein bisschen doof eigentlich zu erklären. Im Prinzip müssen die Grabsteine nur was mit dem zu tun haben, der hat, was wir da oben gelesen haben. Und ja. Das Ganze aber mit dem Zusammenhang und so ist irgendwie ein bisschen doof. Also wer die Erklärung haben möchte, einmal anschreiben, denn schicke ich euch die, aber. Um das jetzt zu erklären, das ist ein bisschen doof, weil das auch teilweise ein bisschen versteckt ist. So, das glaube ich auch nicht zu tun. Ich muss jetzt auch noch mal kurz probieren. Es kann auch sein, dass ich mit irgendeinem Grabstein noch mal falsch liege, aber ich hoffe, ich kriege das hier jetzt so hin. Ja, gut, na gut, blank hat. Ich mache den erstmal aus. Den merke ich mir aber, vielleicht müssen wir ihn wieder anmachen. Aber wo nichts draufsteht, das kann denn auch schlecht was damit zu tun haben, was wir oben gelesen haben. One of two, das haben wir gelesen. Weiß ich aber nicht, ob der hier vielleicht. Ne, hier steht das gleich. Okay, one of two. Der bleibt an. Okay, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich lasse ihn erstmal an. Wie gesagt, wir müssen ein bisschen probieren. Okay, der muss, glaube ich, anbleiben. Also dieses Rätsel hier, das ist echt ein bisschen happig. So. Ich würde sagen, der muss aus. Bin mir auch wieder nicht sicher, aber ich würde sagen, der muss aus. So. Ja. Zu der. Nee. Gerade zur Seite geguckt, weil mein Handy leuchtete. Deswegen bin ich gerade, glaube ich, ein bisschen komisch gelaufen. Da hatte ich eben gesagt, aus. Jetzt. Nee, jetzt sind wir schon wieder oben. So, drückt die Daumen. Ansonsten habe ich keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ansonsten gehen mir hier wirklich die Ideen aus. Ja, okay. Also, wer die Erklärung haben möchte, einmal anschreiben. Also ich weiß nicht, so dicht an der Klippe möchte ich, glaube ich, nicht sitzen.
Das ist irgendwie schön hier, so der Hintergrund mit der Musik. Do you ever get tired of reflecting on those good old days? Giving you the whole free as a bird routine, do you think she really cared about you? Ach, ist einfach sympathisch. She was just using you as a tool to do her dirty work, you know. Ich sag ja, ein absolut sympathisches Kerlchen. But I guess what I think doesn't matter. After all, you're the contestant. What do you think? You think she's trustworthy? Ich weiß nicht, ich kenne sie ja gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Das trifft's, glaube ich, schon. Ja. Oh, I'm hurt. Seriously. You know I'll never lie to you. Right. Oh, ich weiß nicht. Ein Speicherpunkt. Wieder eine U-Bahn. Ist mir hier gerade unheimlich ruhig. Alles unheimlich vertraut. Na, wieder eine Fragestunde oder? Das sieht nicht gut aus. Nein, das sieht nicht gut aus. Okay. So, Moment. Okay. Hm.
Okay. Okay, wir müssen uns das jetzt durchlesen und entscheiden, wer zurechtgehängt wird und wer nicht. Also eine Person würde zu Unrecht gehängt werden, das müssen wir jetzt entscheiden. Okay. Dafür würde ich gerne ein bisschen besser Englisch verstehen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung dafür. Irgendwie ist in jeder Geschichte ein Wort, das ich nicht verstehe. Okay. Was war hier die erste?